Mit einem Werbefoto gab sich Lena nicht zufrieden. Sie wollte an die Front im Ausbildungszentrum und das auch noch im Blaumann bzw. Graumann. Hier lernen 450 Auszubildende, davon 92 weibliche, nicht nur im kaufmännischen Bereich. Sicherlich standen die Jungs doch Schlange, um Lena beim Reifenwechseln zu helfen. Bestimmt hätte es viele männliche Kollegen gegeben, die das hätte machen können, aber wir wurden auserwählt. Ich soll euch helfen. Also wenn du willst, kannst du die Hebebühne hochfahren, das ist relativ. Unser Star für Oslo ist mit Castings inzwischen vertraut, aber die Jury bilden diesmal Altersgenossen, die jeden Patzer schon Minuten später ins Internet stellen könnten. Eine Bühne hochfahren ist nun mal anders als auf eine Bühne gehen. Und einen Notenschlüssel kennt die Sängerin zwar, aber einen 17er Kreuzschlüssel. Wenn du willst, darfst du jetzt noch das Rad montieren. Nee! Wir helfen dir. Die Handschuhe sind Pflicht, so bleiben wenigstens keine Fingerabdrücke zurück. Boah, du gibst den einfach so an. Ja. Ja, das. Und dann kommt die klassische Situation mit dem anderen links. Erstmal reindrehen, locker reindrehen. Wie rum muss man drehen? So rum. So rum, ne? Ja, genau. Rechts rum. Kritisch beobachten die männlichen Azubis Lena bei der Arbeit und fragen sich, was die da eigentlich treibt. Ich montiere ein Rad. Sieht man ja wohl. An Selbstbewusstsein mangelt es der Markenbotschafterin bekanntlich nicht, auch wenn der Reifenwechsel von der Jury keine 12 Punkte bekommen hat. Aber natürlich hat sie inzwischen auch das Werkzeug, sich selber wieder aufzubauen. So, gut, das war's schon, oder wie? Nein, eigentlich nicht. Wir würden dich gerne bitten, dich zu setzen und dann würden wir dir mal eine kleine Präsentation vorführen. Dann lerne ich jetzt wohl doch. Wo genau. Kann ich mich hinsetzen? Hoff, noch wo du willst. Na, ganz vorne. Nee, ganz vorne alleine. Irgendwo zwischendrin, oder? Tja, gerade das Abi bestanden und schon wieder auf der Schulbank nachsitzen. In der Propeller AG üben die angehenden Kaufleute ganz praktisch, zum Beispiel das Merchandising für Opel. Da sind, selbstredend, die eigenen Modellautos, aber auch umfangreiche Textilkollektionen und sogar Kuscheltiere als Seelenhalt. Für einen Augenblick ist Lena wieder ein normales 19-jähriges Mädchen, nachdenklich, ja fast verträumt. Dabei erweisen sich die Azubis als ausgelernt, denn mit den Autogrammwünschen bedrängen sie ihre Markenbotschafterin nicht, sondern umkreisen sie geduldig, eben like a satellite.